Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu RimWorld Ideology. Wie ihr seht, ich bin schon im Spiel. Ich muss leider zugeben, ich habe schon eine Aufnahme verkackt, gerade eben. Ich weiß jetzt schon, was ein bisschen passieren wird. Wir haben mit einem, ja, nicht ganz so leichten Komplex zu kämpfen, wobei der Komplex nicht das Problem ist, sondern eher meine Leute sind das Problem. Ich werde jetzt mal, ich hatte tatsächlich schon eine komplette Folge aufgenommen, die ich dann, ja, verkackt habe. Deswegen muss ich alles nochmal spielen. Bisschen zum Kotzen, aber deswegen werde ich gleich ein paar so Sachen machen, die ich gerade eben schon angeschmissen hatte. Teilweise ist sogar erst noch 20 Minuten gemerkt habe, zum Beispiel, dass uns der Stahl ausgeht. Deswegen werden wir gleich mal ein bisschen größerem Stile Stahl abbauen. Ja, ansonsten, Rado, Nemex und Kira sind noch ungefähr einen Tag in der Verjüngung. Quissel, Draxi und Frontfuchs sind gerade auf dem Weg zu einem antiken Komplex. Ja, das war's eigentlich. Ansonsten fehlt nicht viel. Genau, da ist der Komplex. Also folgendes. Oh, das war jetzt falsch. In dem Komplex haben wir jetzt gleich mit einmal ein paar. Also hier wären drei Schlafkapseln, wo einmal Verwandtschaft drin ist. Aber wenn wir die Schlafkapseln öffnen, sind da feindliche Einheiten drinnen. Ist ja logisch, weil normalerweise kommen da immer Leute raus, die man direkt behandeln muss. Wäre in der Situation ein bisschen blöd. Deswegen sind eigentlich im Regelfall immer die Leute feindlich, glaube ich, die da rauskommen. Wir lassen die einfach zu, weil die haben eh keine Bedeutung für uns. Haben auch keine tollen Waffen dabei. Ich glaube, es waren zwei normale Gewehre oder sowas. Nichts Besonderes. So, dann haben wir hier allerdings den eigentlichen Knackpunkt. Erstmal, die zwei gehen nach vorne. Du hackst mal direkt. Wir haben jetzt hier die beiden Schnitter drinnen. So, wacht ihr auf? Nein. Probieren wir es nochmal. Jetzt kommen sie. So, und die sind jetzt an sich jetzt auch nicht unbedingt das Problem. So. Quissel schaut tatsächlich relativ gut. Das Problem ist, ich gehe jetzt hier an dieses Terminal hin. Hoffe jetzt einfach mal, dass niemand mehr von uns zusammenbricht. Da ist der erste schon, aber der ist jetzt nur erschöpft. Es macht noch nichts. Genau, hier kommt der Angriff. Diesmal von oben. Und mir sind vorher hier sowohl Quissel als auch Frontfuchs waren plötzlich verwirrt. Und das kurz bevor der Angriff kam, weil ich nicht wusste, dass er kommt. Und das hat mich hier tatsächlich ist Quissel gestorben. Draxi war schwer verwundet und Frontfuchs hat es gelöst zum Glück. Okay, das ging jetzt leichter als gedacht. Das ging jetzt leichter als gedacht jetzt hat in dem Fall. Sind die anderen? Da müssten doch noch mehr sein. Keine Ahnung. Ansonsten ist hier tatsächlich nichts weiter drinnen. Die restlichen Räume hier, hier. Also hier ist noch ein feindliches Terminal drinnen plus eine luftdichte Kiste. Hier ist noch ein Abwurfterminal mit diesen drei Biokapseln drinnen. Und alles ist mit Bomben gesichert. Nur ich glaube, hier hinten ist noch eine Kiste, die war ohne Bombe. Schauen wir mal schnell. Nee, hier. Oh, da, das ist jetzt doof. Nee, so. Ja, vom Wutanfall Frontfuchs, schon geht's nämlich los. Das meinte ich, das ist mir gerade eben die ganze Zeit passiert. Ich würde jetzt gern was ausprobieren, was ich vorher nämlich nicht ausprobiert habe. Und zwar, wir können ja hier. Ah, ich weiß, was mir übrigens noch fehlt. Ermächtigung. Ich konnte eine zweite Ermächtigung wählen. Wir machen den Flugdrohnenangriff, hatte ich mir vorhin auch überlegt. Die Sturmsoldaten möchte ich nicht, weil irgendwann hätte ich gerne hier die Janischaren oder Kataphrakte. Und die Flugdrohnen, das hört sich ja gut an, wenn zum Beispiel eine Belagerung oder sowas kommt, dass wir da mit Flugdrohnen drüber können. Aber wir haben ja Hilfe, wir können einen Transportshuttle rufen. Ich würde das jetzt gerne ausprobieren. Da ist es.
Und dann würde ich gerne sagen, genau, wir gehen alle da rein. Weil, warum will ich das unbedingt machen? Wenn ich eine ganz normale Karawane baue, okay, ich habe das gleiche Problem. Ich kann diese Leiche. Doch, ich kann die Leiche mitnehmen. Wenn wir eine normale Karawane bauen, kann ich nämlich die Schnitter nicht mitnehmen. Da haben wir nicht genügend Gewicht dafür. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere das jetzt einfach mal. Das habe ich vorher in meinem Spiel in der ersten Aufnahme komplett übersehen gehabt. Wir hätten hier, sehe ich gerade. Aber den kann ich nicht gefangen nehmen. Leiche, 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 Leiche. Ja, kann man nicht gefangen nehmen. Aber ist okay. Lass mal so. Lass mal so. Ausgewähltes Beladen. Bestätigen. Ist jetzt schon alles drinnen? Anscheinend. Starten. Ja, und dann würde ich starten. Und dann würde ich halt gerne hier hin. Zack. Ja, geile Scheiße, würde ich sagen, oder? Was war das? Tod Wag. Warum ist unser Wag gestorben? War wahrscheinlich verletzt, habe ich nicht mitbekommen. Der Schnitter hat ihn getötet. Na gut, dann ist er halt tot. Ist jetzt nicht so das Problem, ehrlich gesagt. Ich muss mir eher angewöhnen, dass wir öfter mal mit Eseln reisen. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass Wolfsherz, also der Wolfsherz bricht jedes Mal zusammen, weißt du? Da bin ich schon stolz, dass wir Dr. Wolfsherz im Let's Play haben und dann bricht er mir ständig zusammen. Was soll denn die Kacke? Ja, ist halt ein Wag, ja. Dass wir mehr mit Eseln reisen, das wollte ich eigentlich sagen. Weil. Haben wir ja Gewicht. Beziehungsweise können mehr Gewicht schleppen, so muss man eigentlich sagen. Schlüssel, gehst du mal bitte ins Bett? Ruh dich mal hier aus, das ist schon ein bisschen besser für dich. Wir brauchen einen Arzt. MX geht nicht, live geht. Hier mal. Dann hatten wir, glaube ich, unseren zweiten Reinigungsroboter fertig. Stand das nicht vorher dort? Nee. Hab ich getäuscht. War das wahrscheinlich in der vorherigen Aufnahme? Da ist der zwischendurch irgendwann mal fertig geworden. So, Quissel, Altersumkehr, wenig Nahrung. Oh, stimmt. Stimmt. Da jagen wir doch einfach mal die drei Teile hier. Die drei Steinböcke. Genau, und den Gefangenen hatten wir noch. Da wollte ich Radu irgendwann mal. Hat man den da hingeschickt noch zum Bekehren? Ja, sonst war nicht viel. Oh nein. Psychit-Exzess Mika. Nur, dass wir gar kein Psychit haben. Hä? Naja, was soll's. Was soll's? Was wollte ich noch sagen? Sheet Access weiß ich jetzt gar nicht mehr. Können wir jetzt dieses Teil irgendwie reparieren? Müssen wir wahrscheinlich. Müssen wir da lebende Mechanoide hacken? Ich meine, es das heißt ja Hacking, aber wir haben ja hier auch eine Werkbank.
Ganz habe ich es hier tatsächlich noch nicht gecheckt, wie man sieht. Also kann ich die Teile auf jeden Fall, oder ist es eine Forschung, dass man die reparieren kann? Gute Frage, nächste Frage. Hier Reparaturmodul, aber das ist, glaube ich, auch was anderes. Also anscheinend kann ich die Teile sehr wohl einfach zerlegen. Ich krieg halt dann einfach nur Teile raus aus denen. Also man sieht, ich habe es noch nicht ganz verstanden, was mit diesen Mechanoiden abgeht. Fressattacke gerade, okay, aber unsere Leute sind raus. Heißt aber, wir haben ja gerade keine Quest mehr. Vorher hatten wir eine coole Kampfquest hier, wären wir von 30 Ureinwohnern überfallen worden. Für Ehre, die hatte ich eigentlich angenommen. Ist leider nicht zum Spielen gekommen oder zum Laufen gekommen. Die hätte ich jetzt gerne gemacht, muss ich gestehen. Geschenk, Umhang aus Red Hide, ja geil. Blutrauschküssel, oh Gott. Schlüssel will Shorty umbringen. Dann Draxi, komm mal gleich her. Du kommst auch mal her. Quissel liegt dir. Rette mal Quissel. Also dieser Blutrausch, das ist auch was, das sich unglaublich nervt. Quissel, in 5 Stunden. Kannst du gleich noch behandeln, bitte? Mika hat genug vom Psychit. Dr. Wolfsherz ist nicht mehr verwirrt. Immerhin, immerhin. Da. Dann hätten wir das mal. Dann müssen wir ein bisschen weiterbauen. Und die Frage ist, ob ich jetzt die nächsten Leute direkt reinschicke. Ich glaube schon. Das wäre dann Draxi, Live und Behandlung überfällig. Mika, Shorty, Live. Haben wir schon Draxi und Ulubu, Quissel. Mika, na Quissel ist seit 29 Tagen überfällig. Live ist seit 35, Mika seit 27. Quissel oder Mika? Quissel hat ja noch nichts. Mika hat auch noch nichts. Quissel liegt eh gerade bewusstlos da. Mach mal Mika. Die nächsten drei, die sind 4 Tage dann weg. Ausgerechnet mit Live und Draxi natürlich zwei ganz wichtige Leute, zwei wichtige Kämpfer. Aber gut. Nicht so schlimm. So, Wasser ist fertig. Pumpen fehlen noch ein bisschen. Seltene Trombos. Kaputte Kleidung wäre Quissel. Was ist der denn für eine kaputte Kleidung? Schutzweste, die vor allen Dingen nicht gewaschen ist. Ich mach mal ab hier. Fertige Bauteile. Minigun Meisterlicht ist die von Quissel, glaube ich. Wenig Nahrung immer noch. Haben wir jetzt eigentlich schon gejagt? Ja, haben wir eigentlich. Haben wir noch. Haben wir gerade ein Riesenfaultier oder sowas in der Nähe? Alles weiter weg. Dann machen wir es doch so, wir sagen einfach nur, jag mal die 2 Mafalus, jag mal die 3 Gazellen. Und vielleicht sollten wir mal hier die Felder ein bisschen überarbeiten.
Anbauzone, ja, genau. Ich würde nur gerne diese Anbauzone, genau, dich verkleinern wir jetzt mal. So. Und dafür machen wir dich hier größer. Dann haben wir zukünftig einfach mehr Reis. Eigentlich wollen wir ja Pilze haben, aber ja, obwohl, die sind fast fertig. Also vielleicht muss ich das mit der Nahrung nur ein bisschen einspielen. Aber ist egal. Heu haben wir mehr als genügend. Nahrung können wir brauchen. Das passt also. Okay, insgesamt lief die ganze Geschichte jetzt besser als vorher. Muss man so sagen. Aber auch nicht so ganz ideal. Vor allem das mit diesen Robotern regt mich ein bisschen auf. Weiß nicht so ganz, wie das funktioniert. Aber gut, wir werden es rausbekommen, wenn wir mal von Robotern angegriffen werden. Strom haben wir, ja, mehr als genügend. Oh, hier ist alles gebaut. Na, hier hinten die Pumpe noch nicht. Die muss mal noch gebaut werden. Ah, und hier habe ich was vergessen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ein paar Sachen entdeckt, die wir machen müssen. Genau, das ist eine Sache. Ich brauche zwei Roboterkomponente, damit wir den Schaltkreis herstellen können. Und dann können wir den Putzroboter herstellen. Ja, jetzt, man sieht schon. Roboterkomponente. Zwei Roboterkomponente. Zwei, ah, genau, und Bauteile habe ich wieder gebraucht. Ah, ich sag's doch. Dass ich Sachen vergessen habe. Blitzsturm ohne Regen, leider. Eine der schlimmsten Sachen, finde ich, die es gibt. Blitzsturm ist schon wieder vorbei. Okay, brennt gar nicht so viel. Das ist ja schon mal hervorragend. So, Komponente machen ist beendet. So, jetzt kommt der Logistikschaltkreis und danach gleich der Roboter. Pumpe ist auch endlich da. Forschung, wir sind eh gerade bei, genau, Industriepumpe. Danach hätte ich, glaube ich, gerne den tiefen Brunnen. Strange Max. Ach du Scheiße. Er möchte, dass wir den Cluster zu uns locken. Zwei Schnitter, eine Raupe, ein Pikanier, zwei Lanzer. Die Kanonen sind halt das Problem. Läuft in 4,8 Tagen ab. Ich würde es ja gerne mal probieren wegen dem Hacken, aber da müssen wir definitiv erst warten, bis die drei Leute wieder da sind. Die brauchen wir auf alle Fälle. Die brauchen wir auf alle Fälle. Ja, Kältewelle. Gut, die interessiert uns jetzt nicht ganz so. Hier haben wir überall Heizungen. Da fällt mir ein, wir brauchen hier auch noch Heizungen. Aber wir brauchen hier auch das ganze Holzgedöns. Von dem hier haben wir hier. Hier haben wir auch keine Heizung. Brauchen wir mal kleine Heizungen. War. Hier und hier mal hin. Ich hoffe, die zwei Heizungen langen erstmal. Licht brauchen wir da auch noch ein bisschen. Weiß gerade noch gar nicht. Ich würde, glaube ich, hier gerne noch ein Schwimmbad reinbauen, aber das haben wir auch noch nicht erforscht. Roboterhändler, da müssen wir mal kurz hingucken dann. Ach, Schwimmbecken haben wir eigentlich schon. Ist das gut.
ist es groß. Da müssen wir noch mal ein bisschen erweitern. Da müssen wir noch mal ein bisschen erweitern. Dann können wir den hier hin. Der Roboterhändler. In der Nähe eingetroffen. Nemex schläft gerade. Draxi ist in dem Dingsbums drinnen. Und wir wecken Nemex mal schnell auf. Sollst handeln gehen, Nemex. Da ist der Roboter. Montieren. So. Roboterhändler. Wir haben Kraftstoff, wir haben Bauteile. Wir haben Chips, Stahl, Plastahl, Tyrannosaurus Gull. 1000? Marktwert. Warum? Verkaufen? Definitiv. Hautverhärtung. Moment. Haben wir Hautverhärtung schon? Wahrscheinlich nicht. Kompakte Waffen bräuchten wir mal. Hautverhärtung haben wir nicht. Also Tyrannosaurus Rex verkaufen. Hautverhärtung hätte ich gerne. 2,4 kostet das. Wahnsinn. Fertigungsroboter, Putz. Fertigungsroboter, Küchenroboter, Reinigungsroboter. Küchenroboter ist leider teuer. Was könnte man denn noch verkaufen? Gold. Plastahl, Stahl, fortschrittliches Bauteil. Wenn ich jetzt sage, ich will den Küchenroboter, ich 4600 zahlen. Plastahl, Stahl, wir können fortschrittliche Bauteile bauen. Sind gar nicht mal so viel wert. Das ist mir nicht wert. Dann machen wir es lieber so. Wir verkaufen den Dino-Rex-Ding. Wir wollen den Tech-Britten für die Hautverhärtung. Passt. Passt. Und den kann ja Quizzle dann, wenn er wach ist, schnell mal benutzen. Ja, wir hängen da ein bisschen hinterher bei der Forschung, beziehungsweise eher bei der Umsetzung der Forschung. War denn das irgendwo? Wurde hier gerade gekämpft? Da ist jetzt übrigens zwei Riesenfaultiere. Faultiere. Oh, Frontfuchs hier ist nicht gut. Quissel, reiß mal schnell die Wand hier ab. Ey. Hier passiert schon. Achso, das war Nemex. Ja. Da jetzt ein Loch in der Wand drinnen ist, interessiert es mal nicht so sehr. 1,8 Tage. Wir sind auf Maschinenreste gestoßen. Das ist schön. Können wir uns mal merken, indem wir einfach sagen, wir reißen hier noch ein bisschen weiter ab, weil die Mauer wird trotzdem gebaut. Ja, man merkt schon, unsere Pumpen kommen nicht so gut hinterher. Deswegen hätte ich gern die neuen Pumpen. Ah, Rado, du könntest jetzt mal hierher gehen und sagen, wir bekehren dich mal. Prozent, okay. Alle aktivieren. Nein, alle aktivieren. Zweiter Putzroboter, check. Wir können Putzroboter Basisstation machen wir jetzt mal weg.
Wir könnten Reinigung, Bauroboter. Wir könnten auch einen zweiten Bauroboter eigentlich herstellen, weil das funktioniert halt richtig gut damit. Hier sehe ich gerade, das müssen wir mal abreißen. Hier brauchen wir mal normale Wände. Sind noch Breschers. Da kommt Kälte durch, will ich nicht. Will ich nicht. Wieder ist Wasser leer. Das, obwohl ich jetzt halt hier 3000 Liter eigentlich pumpe. Der Brunnen ist noch nicht mal ganz ausgereizt, also eigentlich könnten wir noch. Gutiert mal dann die nächsten drei. Können wir zumindest mal Nahrung einfüllen, wollte ich gerade sagen. Nee, lassen wir dabei mal. Lassen wir dabei mal. Aber wir könnten. Na, okay, es ist hellichter Tag. Wir lassen es mal mit dem Jagen. Wir jagen bei Dunkelheit. Wir holen uns dann gleich mal hier das Riesenfaultier. Ah, Essen ist nämlich schon wieder echt ein bisschen knapp. Sonnenfinsternis. Na gut, die ist uns egal. Ganz im Gegenteil, die ist sogar richtig gut. Kira, komm du auch mal her. Drei sollten ja langen, hoffe ich mal. Oder wir nehmen noch Quissel mit seiner Minigun mit. Ah, da ist es ja. Das Riesenfaultier. Und dann sagen wir einfach mal Angriff. Ja. Das ging schnell. Wo ist denn das andere? Warte hier nicht noch eins da unten? Das holen wir uns doch auch noch schnell. Versteckt sich im Raum Ulubu. Erledigt. Kira hat. Also echt, wenn so ein Riesenfaultier trifft, dann aber immer gleich richtig heftig. Dann immer gleich richtig heftig. Darf sich jetzt erstmal heilen lassen hier. So, bitte. Wird eh schon geheilt. Sehr gut. Ah, Frontfuchs, den ich selber gerade schicken wollte, macht das. Dann haben wir jetzt hier Polarlicht. Erst Sonnenfinsternis, dann Polarlicht. Auch ein bisschen logisch. So, wie lange seid ihr noch weg? 16 Stunden. Dann können wir uns die Roboter-Quest nochmal überlegen. So, da kommt Essen. Also Essen haben wir jetzt erstmal genügend. Muss nur gekocht werden. Nochmal alle aktivieren gedrückt, weil ich vorher, glaube ich, aus Versehen alle deaktivieren geklickt hatte. Der Bauroboter momentan nichts zu tun, doch. Wollte gerade sagen. Steht. Und warum baust du das da nicht? Kann der. Baut der Bauroboter nichts aus Holz? Nee, das kann ja nicht sein, oder? Ja, alles da. Blöder Test. Wird auch nicht gebaut von ihm. Okay. Baut, oh, hier fehlt ein Boden übrigens. Baut ein Bauroboter nichts aus Holz? Anscheinend. Anscheinend. Glatte Fliese, wo bist du? Hier. Ja, mal habe ich den Boden so, mal habe ich ihn so. Egal. Also Essen gerade da, es muss nur gekocht werden. Quissel ist.
Chemisches Verhungern? Okay. Altersumkehr erreicht. Quizze. Wegen dem Muskelparasiten. Könnte ich denn Quizze, wenn der eh, könnte ich den hier vielleicht in so ein... Sanitär. Ich meine, wenn der katagonisch ist oder wie es heißt, dann kann ich ihn genauso gut katatonisch, genau, dann kann ich ihn genauso gut hier reinstecken. Bekehrt. Bekehrt. Philipp, wir wollen dich jetzt bitte rekrutieren. Sollte auch nicht das Problem sein. Sollte auch nicht das Problem sein. Okay, hier sind wir fertig. Dann einmal gerne die Rohre bitte außenrum legen und Strom außenrum legen. Dann bräuchte man auch Böden. Glatte Fliesen aus Marmor. Sind die, hä? Keine Ahnung. Meisterwerk. Noch ein Meisterwerk. Ulubu, du hast wie immer nichts zu tun. Du willst es aber hier oben auch nicht zu tun. Bist nämlich kein Träger. Meisterwerk, Meisterwerk. Okay, ein Meisterwerk nach dem anderen. Mika, kannst du das bitte... Wird eh schon geladen, okay. Dann hätte ich hier gerne noch ein Lichtlein. Das bitte dringend tragen. Dann schauen wir mal, ob das was hilft, so wie ich mir das jetzt denke. Okay, ist fertig. Dann Quizze. Wie kriege ich den jetzt da rein? Wie kriege ich den jetzt da rein? Ja, hier, so. Einfach reintragen. Einfach nur reintragen. Böden. Dann brauchen wir hier so Steinplatten aus Marmor. Ich würde hier gerne mal den Weg noch entlang ziehen. So, Quizzle ist da drinnen für 3 Tage. Ja, das wäre besser als die eventuellen 30 Tage oder so, die er sonst weg ist. Oh, wir sind bei 33 Minuten. Okay, liebe Leute, das war's erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.